Mach mal schnell einen Bumper. Kennt ihr schon Inscription? Nee, ich auch nicht. Aber es wurde mir wärmstens empfohlen aus dem Chat. Ich sollte es unbedingt spielen. Es ist schon 2-3 Jahre alt, aber es wurde hier als Spiel des Jahres angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist ein bisschen durchgeknallt. Was genau mich erwartet, keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach mal auf den Play-Button. Plum. Daniel Mullins Games. Finde ich immer gut, wenn ein Spielstudio den Namen des einzigen Entwicklers trägt. Ich schätze mal, so ist das. Oh. Ein bisschen lauter. Oh, gute alte Disketten. Nee, was ist das? Ich starte. Okay, was haben wir hier? Neues Spiel, fortsetzen. Wieso fortsetzen? Ich hab das noch nie gespielt. Hä? Das ist doch schon wieder irgend so ein, das ist doch schon wieder was Komisches. Wenn ich jetzt fortsetzen drücke. Es ist schon, ist es direkt zu Beginn ein Rätsel? Das knattert so, knarrt so komisch, ne? Also ich muss hier auf jeden Fall den Spielstand eines anderen Menschen fortführen. Das ist ja schon mal ein seltsamer Auftakt. Ein weiterer Herausforderer, es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird, ist richtig. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiel die Eichhörnchenkarte. Es gibt keine Eichhörnchenkarte. Doch. Zack. Jetzt spiel deinen Hermelin aus. Ich spiele meinen Hermelin aus. Hermelin. Hermeline kosten ein Blutopfer. Aha. Ich hab nicht genug, alles klar. Petiere die Glocke, um deinen Zug zu beenden. Mein Hermelin kämpft gegen. Ich habe keinen Gegner. Die Zahl unten links ist die Angriffskraft. 1. Okay. Dein Hermelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Ein Schaden, okay. Du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. Plupp. Etwa so. Okay. Ich bin dran. Er spielt den Kojoten. Das gibt's doch nicht. Dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinem Hermelin 2 Schaden zugefügt. Das finde ich gemein. Das heißt, die Gesundheit deines Hermelins verringert sich um 2. Wenn die Gesundheit einer Kreatur auf 0 fällt, stirbt sie. Zu erwarten, ne? Ich bin wieder im Zug, alles klar. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Ich nehme natürlich das Mysteriöse. Eine Schnappschildkröte. Wie leichtsinnig von dir. Das weißt du doch gar nicht. Jetzt kann ich aber nichts spielen, ne? Weil die brauchen alle 2 Blutopfer und ich habe keine 2 Blutopfer. Ne, siehst du? Ja, dann. Kann ich jetzt angreifen? Ja, und jetzt? Dann will ich doch das Eichhörnchen. Achso. Da. Ne, ich will jetzt aber. Wieso kann ich denn nicht mit meinem Hermelin angreifen? Ey, ich will mit meinem Hermelin angreifen. Ich befürchte, ich darf das einfach nicht. Das ist ja voll gemein. Ach, es macht er automatisch. Weil du noch lernst, werde ich passen. Du hast alle Kreaturen deines Stapels gezogen. Ein Eichhörnchen ist deine einzige Wahl. Ja, gib mir das. Okay, das Ergebnis ist fast das gleiche, ne? Ja, dann muss ich das Eichhörnchen auch legen. Beziehungsweise kann ich das auf seinen Stapel legen? Nö. Ja, gib ihm. Mehr kann ich nicht machen. Beziehungsweise doch, ich könnte jetzt, guck mal.
Ich habe jetzt auch zwei Herzen. Könnte ich jetzt nicht einen Wolf spielen oder die Schnappschildkröte? Ist das klug oder ist das dumm? Ha. Geil. Achso, hätte ich mal nicht gemacht. Hätte ich noch mehr Schaden gemacht. Er passt schon wieder. Ist aber nett. Und jetzt ziehe ich ein Eichhörnchen. Und spiele das Eichhörnchen hier. Und mehr darf ich nicht machen. Oder? Ich glaube nicht. Achso. Ja, aber ich muss erstmal Blutopfer bringen. Habe ich nicht. So, aber jetzt könnte ich stattdessen einen Wolf gegen zwei Eichhörnchen spielen. Und da setze ich den Wolf. Ja, und jetzt habe ich gewonnen. Bam, bam. Du hast diese Partie gewonnen. Ja, hammer, gut von mir. Es wird nicht immer so leicht sein, doch. Lass mich eine Geschichte, deine Geschichte in Erinnerung rufen. Oh ja. Du hattest dich tief im Wald verirrt. Upp. Ein Einzelspielerpfad trat zutage. Nee, ein einzelner Pfad trat zutage. Upp, upp. Zwei Bewohner des Waldes näherten sich dir zögernd. Jetzt muss ich wahrscheinlich umdrücken. Welche das ist? Eine Natter? Die bissige Natter, der Schaden ihres Giftbisses ist immer tödlich. Okay. Und? Die Katze. Die unverwüstliche Katze. Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Nur eins kann dein armseliges Deck zieren. Ja, das ist, kann ich natürlich noch gar nicht beurteilen. Also, die hat zwei Blutopfer. Das heißt, man muss die erstmal teuer ausspielen. Kann ich die dann nicht mehrfach opfern und dann quasi dadurch ein Blutopfer generieren und dann kann ich in jeder Runde safe ein Blutopfer nehmen? Ich nehme eine Katze. Das klingt jetzt irgendwie schlau. Eine weitere Kreatur schließt sich deiner Karawane an. Einige Kreaturen des Waldes wirkten bereit, dir zu folgen. Finde ich gut. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Du hast ein Eichhörnchen in einer Flasche gefunden. Im Notfall einfach zerbrechen. Okay, nehme ich. Und nimm dir einen zweiten. Ah. Ein weiteres nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Mehr als drei kannst du nicht tragen. Dann gibt es jetzt einen Kampf hier oder was? Oh ja. Du wurdest überfallen, als du unwegsames Gelände durchquertest. Felsbrocken gegen Stumpf. Ach du grüne Neue, guck mal. Jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Wolfsjunges. Also sind das einfach nur Hindernisse hier oder was ist Phase? Das heißt, man kann diese Hindernisse zerschlagen und dann wie beim Schach ans hier durchbrechen oder wie oder was. Aber erstmal muss der hier durchkommen, aber der Weg hier ist ja hier frei. Ich sollte erstmal die Katze, wahrscheinlich da die Katze hinsetzen. Flugfähig. Ah, flugfähig. Beschützer, wenn eine gegnerische Kreatur gegenüber von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld. Ameisenbrut, wenn eine Karte sich diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht eine Ameise auf deiner Hand. Stattlich, wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt er eine Karte mit diesem Siegel
sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Im Weg stehende Kreaturen werden in die gleiche Richtung geschoben. Spitze Stacheln. Wie viel gibt's denn davon? Wasserwesen. Okay, es gibt, es kann ich mir eh nicht alles merken. Ich wollte die Katze ausspielen. Achso, weil das Blutopfer braucht. Okay, ich muss ein Eichhörnchen spielen. Das Eichhörnchen. Kleine süße Eichhörnchen wird der eh geopfert gleich. Oh, war das schlau? Jetzt darf er. Naja, das war gar nicht schlau, glaube ich. Und darf ich denn jetzt die Katze spielen, wenn ich das opfere? Ja. Siehste wohl. Und jetzt setze ich die Katze hier hin. So, ja, voll schlau. Und dann kann ich den Hermelin noch spielen, indem ich die Katze einmal opfere. Und dann hier den Hermelin hinsetze. So, und die Schnappschildi darf ich halt noch nicht. Dafür bräuchte ich dann gleich noch ein Eichhörnchen hier. Und dann kann ich die Schnappschildkröte auch noch setzen. Okay, dann ist jetzt er dran. Pass auf das eifrige Wolfsjunge auf, es altert schnell. Was bedeutet das? Okay, noch ein Eichhörnchen oder eine normale. Wir können jetzt ja mit... Ja, ich glaube, ein zweites Eichhörnchen wäre schon nicht schlecht. Dann setze ich das zweite Eichhörnchen dahin. Dann nehme ich die Schnappschildkröte, indem ich das Eichhörnchen und die Katze opfere. Kommt hier die Schildkröte hin. Und ready. Okay, jetzt ist das nämlich ein böserer Wolf, verstehe. Oh, die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Finde ich doof. Ich habe ja keine gute Karte mehr. Das heißt, ich nehme erstmal eine gute... Oh, ich kriege auch einen Wolf. Ich habe jetzt aber nur noch die... Ja gut, ich könnte den Hermelin opfern. Was kann der Wolf denn? 3-2... Das ist blöd, dass die über mich hinwegflattern kann. Das ist natürlich echt gemein. Ich könnte den Hermelin und die Katze opfern. Dann könnte ich quasi den Hermelin tauschen gegen den Wolf. Der Wolf ist schon stärker als der Hermelin. Der hat 2 Angriffskraft. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir den Wolf spielen und den Hermelin und die Katze opfern und den zack, da den Wolf hinsetzen. Ja. Und dann nehmen wir als nächstes wieder erstmal. Ja, wer weiß, was wir jetzt kriegen, ne? Ich glaube, ein Eichhörnchen wäre nicht schlecht. Wo die Reihenfolge eigentlich egal ist. Wenn wir jetzt eine Blutopferkarte kriegen, dann könnte ich die direkt legen. Nee, ist der Wolf, okay. Das können wir jetzt nicht machen. Dann geht's weiter. Ja, meine arme Schildkröte. So, dann müssen wir jetzt ein Eichhörnchen ziehen und spielen das Eichhörnchen aus. Dann nehmen wir den Wolf, töten Katze und Eichhörnchen und setzen den Wolf dann natürlich dahin. Let's go. Und nehmen uns auch ein Eichhörnchen. Oh, mehr können wir nicht machen. Gewonnen. Du gewannst die Oberhand und reisest tist weiter über das nunmehr blutbefleckte Gelände. Stimmt, ich habe noch ein Eichhörnchen in der Flasche, ne? Brauchte ich jetzt aber gerade nicht. Okay, nächstes Spiel. Das kleine Wolfsjunge, es wächst nach einer einzigen Runde zu einem Wolf heran. Dankeschön. Finde ich gut. Der bescheidene Sperling, eine günstige, wenn auch schwache, fliegende Kreatur. Ja, was soll ich machen? Huch. Ja, die... Achso, jetzt darf ich mir eine aussuchen. Ah ja. Fliegend ist natürlich nochmal so ein taktisches Stilmittel, was wir vorher noch gar nicht hatten. Die macht aber nur ein
Schaden. Und der Wolf wächst heran. Wir haben aber zwei ausgewachsene Wölfe schon. Und die brauchen beide zwei Blutschaden. Der braucht nur einen Blutschaden. Wir haben schon zwei Wölfe. Ich glaube, ich probiere mal das hier einfach, um da ein bisschen Variabilität reinzukriegen. Du stießest auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen. Eines, das für immer verloren wäre. Oh nein. Warum denn? Oh, die Katze doch nicht. Natürlich dann direkt der Sperling. Tschüss, Sperling. Ja, soll ich machen. Du hast deine Menagerie gemustert und einen gesunden Wirt ausgewählt. Ja. Und du? Was willst du jetzt von mir? Ich will jetzt nichts nochmal verlieren. Warte mal. Einen gesunden Wirt. Was bedeutet das jetzt? Wird der jetzt verbessert dadurch? Kann ich jetzt eine Karte verbessern oder was ist jetzt? Kann ich die Katze nochmal verbessern? Hat die dann... Also mein Gefühl ist, ich verstärke jetzt eine Karte, also ich opfer die eine und verstärke eine andere und darf jetzt eine auswählen, die ich verstärke. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme einen Wolf oder ich nehme eine Schnappschildkröte, aber dadurch, dass die Katze ja ewiglich ist und ich die ja eigentlich jede Runde spiele, frage ich mich halt, ob das Sinn ergibt. Ich weiß aber ja nicht, was die jetzt verbessert, wenn die jetzt zum Beispiel einen Angriff dazu bekommt oder so. Das wäre schon geil, die kann halt nicht zerstört werden. Die ist ja ohnehin schon super mächtig offensichtlich, die Karte. Ich probiere mal jetzt, ich nehme mal die Katze, ich will sie nur nicht verlieren. Ein grausiges Spektakel, doch die Seele der Karte Sperling lebt jetzt... Ach. Ja, das war dumm. Okay, das hätte ich ja so nicht gebraucht. Da hätte ich lieber den Wolf nehmen müssen. Klaro. Sieh dir mein Totemann, das überträgt das Spiel Siegel Flugfähig auf meine Hundeartigkeiten. Ja, das hätte ich auch gerne gehabt. Katze. Was? Wie jetzt? Ach, die Katze. Ach so, ja, natürlich einmal Eichhörnchen. Und dann... Katze. Und dann können wir nicht mehr machen. Ja, das ist natürlich gut. Super smart. Boah. So, wir haben Wolf und Schnappschildkröte. Wir brauchen aber natürlich ein Eichhörnchen. Wir haben auch noch hier, stimmt. Wir könnten sogar jetzt zwei Eichhörnchen dazu nehmen. Und dann könnte ich zwei Kreaturen spielen. Das heißt, ich gehe mal aufs Ganze. So, ich spiele jetzt 1, 2, 3. Dann spiele ich den Wolf. Bam, bam. Wolfi, Wolf. Und da, ach, ich hätte gar nicht beide spielen müssen. Hätte eine gereicht. Dann spielen wir... Ah, die können beide flattern, ne? So, dann Schnappi. Dann machen wir einmal den Boy und den Boy. Und spielen die Schildkröte. Es wäre gar nicht nötig gewesen, das zweite Eichhörnchen auszupacken. Wir ziehen mal eine große Karte. Noch ein Wolf. Das heißt, wir spielen den Wolf wieder aus, killen das Eichhörnchen und die Katze und spielen hier den Wolf aus. Ich bin 4 Schaden vom Sieg entfernt. Ja, das nehme ich. Ja, sein dummer Flatterwolf, ey. Ja, ich kann ja eigentlich... Ich kann nur hoffen, dass ich noch eine mächtigere Karte kriege. Kriege ich aber nicht.
geredet die ganze Zeit. So. Beeindruckend, vielleicht überstehst du diese Tortur ja doch. Klopf auf Holz. Klopf, klopf. Ja, wenn ich die Karte nochmal verbessern kann, die Katzenkarte, dann wird irgendwann ist die ja, ich spüre schon Imba-Katzenkarte. Oh, der Ochsenfrosch. Interessant. Er springt fliegenden Angreifern in den Weg. Das ist ja sehr schön. Oh, noch eine Katze. Und eine Natter. Oh, zwei Katzen. Okay, ich glaube, zwei Katzen wären ganz interessant. Da ich zwar zwei Slots dauerhaft belegt. Das ist natürlich die Frage, ob das so smart ist. Dann hätte ich zwei von vier Slots dauerhaft mit Katzen. Aber ich könnte dann sehr mächtige Kreaturen ausspielen. Da schränke ich mich natürlich auch ein Stück weit ein. Da strecke ich, also diese Kröte finde ich ganz interessant und die Natter ist natürlich auch nicht schlecht. Ich nehme nochmal eine Katze. Ich will mal gucken, wie das ist, mit zwei Katzen zu spielen. So, was haben wir hier? Feuer und... keine Ahnung. Oh. Nein! Nein! Ey, muss ich jetzt die Katze opfern? Shit. Kann ich nicht die andere opfern? Was? Ich muss die Katze nehmen. Aber, also bekommt dann diese Eigenschaft hier, die Karte, die ich jetzt spiele, bekommt diese Eigenschaft. Das wäre dann richtig krass. Das heißt, wenn ich jetzt die darauf ödel und packe jetzt meine stärkste Angriffskarte, also einen der Wölfe, und dann wird die Wolfskarte, kann ich dann immer für zwei Blutstropfen opfern und sie wird nicht verschwinden. Okay, das wäre natürlich, dann wäre die ja super mächtig. Okay, das ist ja eine super mächtige Karte jetzt. Hoho. Was jetzt? Okay, der arme Hermelin hier. Sei still, ich reiß dich in Fetzen. Okay. Große Tanne. Große Tanne. Was ist das denn? Sperling, Grill. Oh, Grizzly, Alter. Vier Angriffspunkte hat der Grizzly. Dann sollte ich hier meine Katzenkarte beziehungsweise meine Wolfskarte dem Grizzly entgegenstellen. Aber ich darf die ja noch nicht spielen. Das heißt, ich muss erstmal das Eichhörnchen spielen. Obwohl, warte mal. Nee, die kostet mich ja zwei. Ich muss ein Eichhörnchen spielen. Geht ja nicht anders. Und das Blöde ist, ich kann jetzt, könnte den Hermelin spielen. Ich habe leider keine Katzenkarte mehr im Pedo. Ich darf nicht ziehen. Ja, das ist eine Herausforderung. Okay, ich muss die eine Runde aufbewahren, dann muss ich mir danach eine zweite Eichhörnchenkarte nehmen und dann kann ich den Wolf spielen. Das heißt, es wird jetzt keinen Sinn ergeben, den Hermelin statt des Eichhörnchens zu spielen. Gut, ich könnte danach den Hermelin opfern. Er macht immerhin einen Schaden. Vielleicht ist das sogar smarter, jetzt den Hermelin zu spielen und den dann in der nächsten Runde zu opfern. Er macht wenigstens einen Schaden. Und danach ziehe ich einfach meine Eichhörnchen. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Ich mach das mal.
Oder spielen wir den Hermelin? So, der macht wenigstens einen Schaden. Ja, das ist blöd. So, jetzt ziehe ich ein Eichhörnchen. Spiele das Eichhörnchen aus. Jetzt kommt mein Super-Mega-Wolf. Der ist ja der geilste überhaupt. Wir opfern die beiden hier. Und dann kann der sich dem Grizzly entgegenstellen. Haha. Und dann kann ich jetzt den Wolf... Warte. Wieso? Ich habe doch ein Opfer. Ich kann doch den Wolf opfern. Hallo, warum kann ich denn jetzt meinen Wolf nicht opfern? Der hat doch zwei Blut. Ach so, ich... okay. Ich dachte, ich kriege die Anzahl der Blutstropfen auch als Opfer. Aber ich krieg nur pro Karte. Es ist egal, welche Karte ich opfere. Ich dachte, der wäre zwei Blut wert. Aber jede Karte ist nur ein Blut wert. Das ist natürlich dann blöd. Das wusste ich nicht. Ich lerne wieder dazu. Ich habe verloren. Lerne daraus. Aber das war ja ehrlich gesagt auch von denen so gewollt. Also der hatte ja vier Grizzlies und so, fliegende Grizzlies. Da hatte ich ja keine Chance. Das war jetzt extra so gemacht. Mit Absicht. Wollen wir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür? Diesen hier? Den. Vom Fass, hat er gesagt. Da ist der Fass. Da ist auch das Fass. Huch! Bring ihn her. Ja, okay. Wohin? Nee. Ja, da. Bitteschön. Ja, was denn jetzt? Hallo? Da. Jetzt setz dich wieder. Ach so. Ah. Das war ja gar nicht der Boden. Lass mich dir etwas erklären. Erkläre. Warum machst du die Kerzen aus? Das war einer der beiden Fehler, die du hier machen kannst. Wenn du einen weiteren begehst, muss ich dich opfern. Also, wo waren wir? Ernsthaft? Das ist ja super frech. Ich weiß nicht, was das Feuer ist. Da bekomme ich geilen Scheiß. Ich war noch nicht beim Feuer. Da weiß ich, was ich kriege. Geilen Scheiß. Keine Ahnung, was das Feuer ist. Deswegen gehen wir da mal lang. Der Hirsch. Noch eine Katze. Oder der Sperling. Was war das nochmal für eine... Sprinter. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Aber warum sollte ich das wollen? Ey, ich habe mir noch nichts ausgesucht. Zurück. Ich glaube, ich nehme einfach nochmal die Katze. Und nun? Du trafst auf eine kleine Gruppe von Überlebenden. Mit vom Hunger ausgezehrten Gesichtern drängten sie sich um ein Lagerfeuer. Sie blickten zu deiner Kreatur schar und winkten dich herbei. Komm, wärme eine deiner Kreaturen am Feuer, sagte einer. Wärme sie am Feuer, das wird ihre Kraft steigern, sagte eine andere. Der fiel auf, wie sich eine deiner Überlebenden Sabber vom Mund wischte. Ja, das ist doch klar. Plus eins, das heißt, ich nehme entweder diese Miezekatze oder ich nehme den Wolf. Aber ich glaube fast, dass es noch besser wäre, diese Miezekatze zu nehmen. Ich meine, der Wolf wird natürlich dann immer krasser, aber die kann halt auch fliegen und hätte dann eine Attacke, was sie noch nützlicher machen würde. Also ich krieg plus eins. Ich nehme diese hier. Ja. So, jetzt kann die nämlich auch was machen. Geil.
Ja, die haben nämlich gesehen, wie mächtig die ist. Nächster Kampf. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel herniederwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein wahrnehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Ja, es war der Goldsucher. Er macht wieder einen auf Goldsucher, leichter Boss. Das Muli ist der Schlüssel. Das Muli ist der Schlüssel. Coyote, oh da, da ist das. Ah, Muli. Muli geht immer nach rechts. Aber kann das Muli denn über den Coyoten hinweg? Ich muss den Muli besiegen, auf jeden Fall. Aber würde der in der nächsten Runde dann da sein? Oder blockiert der Coyote den? Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Naja, aber was bedeutet das? Schiebt es den Coyoten weg oder springt es über den Coyoten rüber oder blockiert der Coyote die Karte? Die drei Möglichkeiten gibt's ja, ne? So, wir spielen. Leider die falsche Katze bekommen. Das ist natürlich blöd. Die andere Katze wäre mir lieber. Aber ich spiele mal, was ich habe. Ach, darf ich ja nicht. Dann natürlich die falsche Katze leider, ne? Bup, 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 bup. Tschüss, Hermelin. So, ich will. Warte mal, was haben wir denn da? Eine Katze. Ja, ich probiere mal mein Glück. Yes, es ist die gute Katze. Oh. Ah, warte mal. Ach so, ja, warte, die kann auch vernichtet werden, ne? Offensichtlich. Oh, ist der gute Wolf. Oh shit, aber ich kann den nicht ausspielen, obwohl der so schön ist. Ja, blöd. Dann muss ich jetzt leider eine Runde warten. In der Runde kriege ich Ärger. Aber der Muli kriegt doch jetzt von der Schildkröte einen mitgegeben. Der hat noch 5 Leben. Ja, das ist jetzt okay, ja. So, jetzt muss ich einen hier so ein Eichhörnchen ziehen. Spiele das Eichhörnchen aus. Kommt mein Wolf und nimmt hier Platz. Jetzt hat der Muli hier natürlich. So, jetzt können wir mal Feier machen. Tschüss. So, jetzt kriegt der Muli Ärger. Ich kann eigentlich gar nichts ausspielen, weil ich mich jetzt selber blockiert habe. Kann nichts machen. Oh, was ist denn das? Geil. Oh, hallo? Verflixt, mein Maultier! Hoffentlich hast du nicht geglaubt, es würde so leicht sein. Kriegst du jetzt ein Rematch oder was? Es ist Gold in diesen Karten. Ey! Gold, ich bin auf Gold geschossen. Ey, bist du wahnsinnig? Was ist denn jetzt hier bitte die Phase? Hallo? Wolf, Eichhörnchen, Eichhörnchen, Sperling, Wolf. Wieso hat er meine Sachen? Bluthund. Okay, was soll ich denn jetzt machen?
Erstmal ziehen wir ein schönes Eichhörnchen. Könnte ich denn jetzt ohne weiteres irgendwas spielen? Was ist jetzt hier Phase? Ja, aber was soll ich denn jetzt... Entschuldigen Sie bitte, was darf ich denn jetzt machen? Ich darf gar nichts ausspielen. Ich glaube, ich muss jetzt die Runde beenden, bis der sich das Gold geholt hat oder sowas. Muss ich einfach zusehen. Das kann ich so machen. Jetzt darf ich erst spielen. Das ist ja voll gemein. So, dann Eichhörnchen. Achso, okay. Tolle Wurst. Eichhörnchen Number 1. Eichhörnchen Number 2. Dann spielen wir jetzt mal... Was haben wir denn da auf dem Feld? Den Kojoten. Den ekelerregenden Bluthund. Was kann der nochmal? Wenn ein gegnerischer Kreatur gegenüber von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld. Nö. Also der hat 3 Leben. Das heißt, wenn jetzt mein Wolf den angreift, ist der weg. Dann spiele ich den Wolf, dann ist der Bluthund weg. So, tschüss. Du Schwein. Und dann könnte ich noch den Sperling spielen. Der Sperling. Oder den Oxy. Was hat der denn an Leben? 1 Leben nur. Dann könnte ich eigentlich auch den Ochsenfrosch auch sogar spielen. Der behindert fliegende Kreatur. Naja, keine fliegende Kreatur. Ich kann auch meine eigene fliegende Kreatur spielen. Und dann, let's go. Ach so, ja, klar. Dumm. Ich hätte seinen blöden Kojoten auch platt machen können. Oh, er hat einen Natter. Okay, das heißt, die hat einen Instant-Kill. Das ist gefährlich. Dann machen wir jetzt den Ochsenfrosch. Let's go. So, jetzt nattert die da so ran. Ja, wir können jetzt sowieso nichts ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt das Eichhörnchen lege, dann macht sie das Eichhörnchen platt, aber dann ist das halt so. Tschüss. Erlaube mir, deine Kerzen wieder anzuzünden, noch werde ich dich nicht töten. Was? Mich? Du bist der Erste seit einer ganzen Weile, der einen Boss besiegt. Zur Belohnung bekommst du Gelegenheit, dir eine seltene Karte auszusuchen. Wähle sorgfältig. Geil. Seltene Karten. Zeig mir, was du im Angebot hast. Armes, verlassenes Kind, es stirbt nicht, wenn es geopfert wird, aber bringst du es übers Herz, das zu versuchen? Aber es ist ja genau das gleiche wie die Katze. Hm? Der unerquickliche Gag. Vielleicht kannst du einen Nutzen für ihn finden. Was? Was macht denn der Gag? Wo ist der Gag beim Gag? Der kostet nichts. Den kann man einfach so... Ja, das ist ja ähnlich wie ein Eichhörnchen. Nur, dass der einen Angriffspunkt hat. Ja. Oh, krass. Der Urayuli. Also, der Urayuli wäre mit Abstand die stärkste Karte, die ich habe. Der Gag ist gar nicht so schlecht. Und Kind, das Ding ist, wir haben ja eigentlich jetzt 2 Katzen oder so. Und mehr brauchen wir eh nicht. Ich glaube, ich würde Urayuli, dann könnten wir einen Wolf oder so opfern.
Dann müssten wir erstmal versuchen, zwei Katzen zu spielen und dann den Wolf opfern. Also zwei Katzen spielen, dann einen Wolf spielen. Oder zwei Eichhörnchen spielen, einen Wolf spielen. Dann müssten, ja, das ist, den kriegt man natürlich nicht immer, ne? Den kann man nicht immer spielen. Aber, ach, der Wolf gibt ja auch nur ein Blut. Ja, warte mal, dann kann ich den ja gar nicht spielen. Wie soll ich den denn spielen, wenn ich muss ja erstmal dann vier Blutopfer bringen und ich habe ja nur drei Karten maximal drauf, oder weil ich, ja, dann müsste ich eine spielen. Boah, dann müsste ich alle opfern, die auf dem Feld sind. Das ganze Board opfern. Der ist natürlich ehrlich gesagt für so spezielle Situationen. Lieber erstmal guter Build ab. Ich nehme, der Gecko kann dir das Leben retten. Ja, weil man ihn einfach so ausspielen kann, ne? Den Gag. Aber da ist man schon gierig, ehrlich gesagt. Ich will das aber mal ausprobieren. Ich nehme den. Ich bin einfach ein Opfer, ich will den Stärksten. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers dir noch in den Ohren dröhnten, setzt du deinen Weg fort. Oh geil. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machtest, huschte oder glitt etwas von dir davon. Vor dir davon. Vorsichtig betratest du das Sumpfgebiet. Okay, also hier kriege ich, glaube ich, eine Fragezeichenkarte. Was ist das nochmal für ein Symbol? Das war der Altar, oder? Kämpfen muss ich hier. Da ist irgendein Hirschsymbol. Ich könnte sogar dem Kampf hier aus dem Weg gehen. Da ist eine Falle. Ich weiß nicht mehr genau, was das hier war. Zwei Blutfelder und das ist eine Fragezeichenfelder, das ist ein Rucksack. Hatten wir da kriege ich irgendeine Karte, oder? Eine random Karte. Was war das denn? Ich gehe da mal hin, das kannte ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist es was Gutes. Wähle nicht eine bestimmte Bestie, sondern such dir die Kosten aus, die du bezahlen willst. Ah, verstehe. Und dann werden mir random Viecher genommen. Wenn ich einen Einblut nehme, kriege ich eine Einblutkarte, wird mir dann genommen. Oder wie ist das? Oder werden mir dann zwei Karten genommen? Jede Karte gibt ja ein Blut. Also ist das, werden mir dann einfach zwei Karten geräubert? Oder ich bekomme die? Ah. Okay, wir haben natürlich jetzt schon eine 4-Blut-Karte. Natürlich eine 3-Blutkarte haben wir noch gar nicht, glaube ich. Das heißt, man müsste erst die 4-Blutkarte spielen und dann die 3-Blutkarte. Von der Reihenfolge her. Vielleicht sind die dann auch zu stark. Vielleicht kriege ich die dann gar nicht eingesetzt. Aber ich bin einfach neugierig, will wissen. Das Spiel wird natürlich Gier auch irgendwo nicht belohnen, logischerweise. Manchmal können halt kleinere Karten wahrscheinlich besser sein. Aber die Idee zu sagen, okay, ich lege 4 weg, dann nehme ich die Dreierkarte, aber das ist so viele Runden, überlebe ich ja gar nicht. So viele Runden überlebe ich ja nicht. Also wir haben 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4.
Diese Wölfe sind ganz cool. Die Einerkarten sind aber zu lame. Wir haben ja diese Katzen. Und wir haben noch keine einzige Dreierkarte. Wir haben zwei Zweierkarten, wir haben noch nicht eine Dreierkarte. Ja, aber wir haben jetzt schon diese andere fette Karte. Komm, ich nehme mal eine kleine. Kaninchenbau. Der spendable Kaninchenbau. Er bringt ein Kaninchen hervor, wenn er ausgespielt wird. Okay. Ja. Was hast du erwartet? Ja. Gut. Dann, okay, warte mal. Da, ist das hier wieder so ein Altar gelöt? Was war das hier nochmal kurz? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Da muss ich, glaube ich, kämpfen, ne? Das Totenkopf muss ich kämpfen, oder? Und was war das hier? Das ist auch neu. Da kann ich eine Karte verbessern. Da kann ich eine verstärken. Und da kann ich eine opfern. Und was ist der, was ist hier dieser, dieses Geweih-Ding? Bei Hirsch muss ich auch kämpfen, okay. Aber da werde ich eine Random-Karte opfern. Also der Gedanke, jetzt meine fliegende Katze nochmal zu verstärken. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt Bock, meine fliegende Katze nochmal zu verstärken, weil dann würde die zwei Angriff machen. Könnte fliegen und ich könnte sie jedes Mal opfern. Ich mach das. Herz plus zwei. Ah. Okay, diesmal kriege ich zwei Herz dazu. Lass mich mal jetzt nachdenken. Also, wir könnten den hier natürlich mit zwei Leben ausstatten, dann würde der noch mächtiger sein, weil er dann nicht einfach von der Karte gefegt werden kann. Wir könnten natürlich genauso gut jetzt... Na, ich glaube, das ist schon am sinnvollsten tatsächlich. Wir können natürlich die noch mächtiger machen, aber die spielen wir so selten aus. Ich weiß nicht genau, was der Kaninchenbau macht, ob das vielleicht auch mega smart wäre, den zu schützen, weil wenn der dann immer ein Kaninchen spawnt und dann lebt er halt länger, kann sein, dass die Karte auch krass ist. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht ein Kaninchen auf deiner Hand. Die Karte Kaninchen ist definiert durch 0 Kraft, 1 Gesundheit. Ja, okay, das ist eine reine Opferkarte, oder nicht? Die ist ja wie ein Eichhörnchen dann, oder nicht? Nee. Ich glaube, ich finde das geiler, wenn wir den Wolf noch verstärken. Dann ist der noch krasser. Gib mir das. So. Nächster Kampf. Mist, ich habe meinen Superwolf nicht. Eichhörnchen. Dann spielen wir doch jetzt mal den direkten Kaninchenbau. Dann nehmen wir nämlich jetzt ein Kaninchen. Zack. Und jetzt könnte ich sogar, wenn ich wollte, den Wolf schon spielen. Wir können jetzt schon den Wolf spielen. Aber dann wäre das Kaninchen, der Kaninchenbau weg. Ich kriege ja in jeder Runde einen, oder? Nee. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht ein Kaninchen auf deiner Hand. Die Karte Kaninchen ist definiert durch
Okay, warte, ich kann sie nur einmal. Ich krieg nur einmal ein Kaninchen. Ah. Ich krieg nicht jedes Mal ein Kaninchen. Ey, das heißt, wir können dann jetzt auch den Wolf spielen. Jo. Und dann machen wir Feierabend. Ich muss wahrscheinlich... Obwohl, ich muss ein Eichhörnchen ziehen. Obwohl, ich kann erstmal die ziehen und danach ein Eichhörnchen. Oh, okay, direkt der. Lol. Der wird gleich weg sein, aber diese beiden Nattern nerven mich hart. Habe ich es versäumt, Overkill-Schaden zu erwähnen? Ja, hast du. Der wird nach hinten durchgereicht, oder was? Überschüssiger Schaden geht nicht verloren. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Ja, fantastisch. Glück für dich. So, das finde ich jetzt ganz blöd. Wir brauchen Eichhörnchen. Sonst kann ich Urakulului hier nicht spielen. Ja, ich könnte jetzt das Eichhörnchen spielen und dann das Hermelin-Männchen. Die olle Natter macht alles kaputt. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich spiele das Eichhörnchen und dann spiele ich den Hermelin. Dann nehme ich mir noch ein Eichhörnchen. Ja, der macht ja wenigstens Schaden. So. Wie brutal von dir. Du hast mir mehr Schaden zugefügt, als du zum Gewinn brauchst. Ja, das ist doch schon fantastisch. In meinem Spiel werden solche Leistungen jedoch belohnt. Um genau zu sein, für jeden überschüssigen Punkt Schaden erhältst du einen Zahn. Der Fallensteller könnte an deiner Beute interessiert sein. Ich will nicht, dass ich beklaut werde. Hallo Babadis, was geht ab? Unterwegs wurdest du von einem Fallensteller angehalten, der seine Felle verkaufen wollte. Ach, das ist sogar ein Freund. Seine Erscheinung hatte etwas Unheimliches, doch seine Waren lenkten dich schnell ab. Magst du dir meine Felle ansehen? Nimm ein Fell kostenlos. Wie viel habe ich denn jetzt? Ein nur noch oder? Hä? Ja. Kaninchenfell, Wolfsfell. Also okay, das nehme ich jetzt kostenlos und die anderen muss ich kaufen oder was? Erkennst du die Qualität? Ah. Oh, ich kann mir sogar das Fette hier leisten. Was macht denn das goldene Fell? Ich habe genug übrig, um mir das zu kaufen. Hat drei Herzen, okay, und dann? Blockiert das einfach nur irgendwas, oder wie? Was bringt mir so ein Fell? Aber wenn doch direkt das goldene. Das muss doch dann richtig viel Penunzen geben. Reiner Blocker ist das. Ich nehme den geilen. Huch. Achso, jetzt kann ich noch einen kaufen. Jetzt kann ich noch einen Fünfer kaufen. Ja gut, was ich habe, habe ich, ne? Danke. Ja, reicht. Danke. Du gehst schon? Hallo? Hab ich doch. Bitteschön. Die sind vom... Okay. Naja, vielleicht werden wir ja noch belohnt für diesen Kauf. Oh, sind wir wieder bei so einem Altar hier. Muss ich wieder was opfern. Was muss ich denn opfern?
Oh. Ah, das ist jetzt interessant. Wenn ich die Katze opfer, ist vielleicht smart, ne? Ich überlege gerade, das wäre schon lustig, wenn ein Wolf oder so das... Aber das wäre schon smart. Dann können wir das einfach auf eine bessere Karte übertragen. Wahrscheinlich sollten wir das auf eine mächtige Karte machen. Vielleicht dann auch nochmal auf den anderen Wolf. Ist die Chance höher, dass wir da... Das ist Quatsch, weil in dem Moment, wo ich die spiele, ist das Spiel ja schon vorbei. Ich könnte sie auf die Schnappschildkröte stellen, weil die hat eine Chance, lange zu überleben, weil die 6 Lebenspunkte hat. Die ist nicht so leicht vom Feld zu kriegen wie ein Wolf, der nur 2 Lebenspunkte hat. Der könnte bei einem Angriff weg sein. Die Schildkröte ist natürlich sehr ausdauernd. Da könnte ich sicher sein, dass die... lange auf dem Feld bleibt. Könnte ich die immer opfern? Ich nehme den Wolf. Ich bin's. Hallo. Ah, Wolfsfell. Okay. Große Tanne. Ah ja. Okay. Ist einfach nur ein. So, was haben die da? Eine Biene und eine Biene. Da muss ich doch eigentlich. Diesen Frosch. Habe ich noch einen Frosch? So, dann fangen wir an. Natürlich, wir spielen Eichhörnchen, ist doch klar. Was bringt mir das Fell? Das kostet gar nichts. Das ist ein reiner Blocker, aber das kann ich dann wieder opfern. Bringt mir das auch Blut, das Wolfsfell? Könnte ich denn nicht jetzt theoretisch sorgen? Ich spiele das. Ja, die Biene hat... Also, wenn ich jetzt das... Dann... Ich könnte auch den Hermelin spielen. Kann ich das Fell opfern? Nee, ne? Das, damit blocke ich einfach nur, aber ich will jetzt ja nicht noch blocken. Nee, ich will nicht blocken. Ich spiele lieber das, den Hermelin, der kann dann die Biene wegmachen. So. Tschüss, Biene. Was? Wieso ist die nicht... Ach so, blöd. Ja, gut. Alles klar, verstehe. Wir brauchen... Ein Johnny Boy, ein Eichhörnchen. Dann... Die nerven mich hier, die finde ich nicht so gut. Was ist da? Der Frosch hat 2 Leben. Ah, okay, dann spielen wir eine Schildkröte... Fuck. Die kostet mich 2, dann müsste ich die Hermelin opfern. Aber dann könnte ich den Frosch platt machen. Wie viel... Woran sehe ich denn, wie viele Punkte ich noch habe? Wie viel Leben? Woran sehe ich, wie viel Leben ich noch habe? Also den 7er werde ich jetzt erstmal... Da ist ja auch das im Weg. Den kann ich erstmal nicht spielen. Ich brauche die geilen Wölfe. Dafür brauche ich 2. Ich könnte jetzt das Eichhörnchen spielen. Dann könnte ich in der nächsten Runde vielleicht... den Hermelin und das Eichhörnchen spielen. Wenn ich jetzt die Schnappschildkröte spiele, klar, die kann den Frosch aufhalten. Ah, oben an der Waage sind Stufen. Ach so. Ah, jetzt checke ich das System erst. Das sind diese 10. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und dann bin ich raus, oder was? Das heißt, wenn er mir... Ich kann dann auch wieder zurückdrehen. Ah, also das heißt, wenn er mir 5 Schaden mehr macht...
Alles klar, das heißt, ich kann zählen. Er macht einen Schaden. Er macht. Der wird geblockt, das heißt, er macht nur einen Schaden. Hiermit macht er einen Schaden. Schade, das heißt, wenn ich jetzt on the long run gehe und versuche, lieber das Eichhörnchen zu spielen. Und dann spare ich mir die auf und kann vielleicht in der nächsten Runde einen geilen Wolf spielen. Jetzt haben wir... Ja, jetzt hat er nämlich einen Schaden gemacht. Also jetzt versuche ich eine geile Karte zu kriegen. Ah, es ist die Katze. Katze kann fliegen. Oh, was ist das denn? Eine Karte mit diesem Siegel greift die gegnerischen Felder links und rechts des Feldes an. Mhm. Das ist nicht so gut. Das heißt, meine Katze wäre dann weg. Nach nur einem Zug. Oder ist es die, die angreifen kann? Ja, das ist die Angriffskatze. Und sie hat nur ein Leben. Ja, doch, das ist voll schlau. Dann spiele ich da die Katze. Die kann dann einen austeilen. Dann ist das Viech nämlich weg. Und dann könnte ich jetzt sogar die Schildkröte statt des Hermelins spielen. Oder... Die Schildkröte macht aber nur einen Schaden. Nee, das ist Quatsch. Der Hermelin macht auch einen Schaden. Nee, ich lasse das dabei. Warum ist das Vieh nicht weg? Hä? Wieso hat der keinen Schaden genommen? Ach so, weil er noch weiter weg war. Er muss ja direkt vor mir sein. Aber dann hau ich jetzt das Vieh weg. Es sei denn, ich ziehe jetzt was Krasses. Vielleicht ist es jetzt schlauer, sogar nochmal ein Eichhörnchen hier zu nehmen. Aber der wird's überleben. Der wird es nicht überleben, das ist gut. Vielleicht finde ich ja einen Wolf, wenn ich Glück habe. Ach, scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt echt saublöd. Der Hermelin wird gleich weg sein. Das heißt, ich muss die Schildkröte nehmen. Kann die Schildkröte die Biene platt machen? Ja. Dann mache ich lieber Folgendes. Dann spiele ich jetzt die Schildkröte. Der Hermelin wird sonst weg sein. Der macht jetzt nur einen Schaden und ist er weg. Aber wenn ich die Schildkröte... Die kann ja wohl... Die Schildkröte kann auch die Biene angreifen. Und dann würde ich jetzt die Schnappi ausspielen. Und dann mache ich die Biene weg. Warum ist die Mantis nicht weg? Warum ist die Mantis nicht weg? Hä? Der hat doch einen Angriffsschaden, der hat nur ein Herz. Ach, die fliegt über das Vieh hinweg. Das ist natürlich saublöd. Das hatte ich nicht bedacht. Das heißt, die kann die Mantis gar nicht angreifen. Aber kann die Mantis mich angreifen? Ah, warte mal. Wie ist das jetzt genau? Wenn du eine Karte... Ja, hat das nicht den Tod zur Folge? Eine Karte mit diesem Siegel greift einen Gegenspieler direkt an, selbst wenn eine Kreatur sich entgegenstellt. Nur rechts und links davon. Ah, okay, das heißt, ich müsste die Karte... Das heißt, wenn ich jetzt meine Katze hier hinsetze... Würde sie aber den Frosch angreifen. Ah, okay. Aber wen greift sie denn jetzt hier überhaupt an? Greift sie überhaupt irgendwen an hier?
Ich habe zu wenig Karten. Vielleicht soll ich nochmal das Wolfsfell setzen, das kostet mich ja nichts. Aber das Ding. Ja, ich. Was? Achso. Ja, ich frag mich. Achso, warte mal, wenn ich jetzt ein Eichhörnchen ziehe. Das kostet ja leider 4 Blut. 1, 2, 3. Ich habe jetzt. Oh, ich müsste dann 2 Eichhörnchen spielen können. Um das Urayuli zu spielen. Und dann würde mir der Blocker natürlich. Aber der haut den ja weg, den Blocker. Ja, ich könnte die Zange nehmen, aber was bringt mir die Zange dann? Dann wird die Katze ja weg. Also wird, wenn ich die Katze jetzt mit der Zange, ich nehme an, ich kann die dann versetzen, aber dann kriegt die doch Schaden vom Frosch, oder nicht? Dann ist sie doch weg. Kaninchen habe ich ja leider nicht. Müsste ich dann ziehen, wenn ich Glück habe. Also warte ganz kurz. Wenn ich jetzt die Katze mit der Zange... Ach, die Zange macht was anderes. Achso, was macht die Zange denn? Achso, erstmal eine ziehen. Ja, ich probiere mal mein Glück. Vielleicht kriege ich ja was. Naja, der Wolf. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte. Okay, was macht die. Okay. Verstehe. Ich hatte keine Ahnung. Okay. Ja, das ist. Ich hätte eigentlich die andere Karte jetzt gebraucht. Aber dann spiele ich das Wolfsfell aus und block damit den Frosch. Was soll ich sonst machen? Ich könnte jetzt die Schildkröte opfern für den Wolf und der Wolf würde dann. Nee. Scheiße. Okay, die gehen aufs Wolfsfell. So, warte, was habe ich denn jetzt hier für eine Biene ergaunert? Habe ich ihm geklaut oder was? Habe ich die Biene geklaut? Die könnte ich ja sogar opfern, ne? Wenn ich jetzt die Biene dahin setze, dann opfere ich die Katze und die Biene und dann kann ich den Wolf spielen. Ich glaube, das sollte ich dringend tun. Also, nee, warte, doch, die kann ich doch opfern, oder? Doch, klar kann ich die opfern. Wenn eine Karte mit diesem Siegel getroffen wird, entsteht eine Biene auf deiner Hand. Die Karte Biene ist definiert durch eine Kraft, eine Gesundheit und flugfähig. Okay, pass auf. Dann ziehen wir, warte, wir machen folgendes. Ich stelle die Biene stelle ich gleich darauf, dann opfere ich die Katze und die Biene und setze den Wolf hier hin. Und dann, wenn ich jetzt noch danach ein Eichhörnchen hier aufs Wolfsfeld spiele, dann kann ich danach, wenn sie es so lange überleben, vielleicht, wenn ich es schaffe, dann Katze, Wolf, Schildkröte und Eichhörnchen tauschen gegen die Superkarte. Das könnte sein. Also brauche ich jetzt eigentlich Eichhörnchen. Okay, wir nehmen uns ein Eichhörnchen. Dann setze ich die Biene dahin. Dann spielen wir den Wolf. Bam, der Wolf haut Johnny weg. Bin mal gespannt, ob mein Plan aufgeht. So, wir kriegen auch eine Biene. Scheiße, lebe ich noch? Ja. So, jetzt ist der Plan. Ich spiele jetzt. Oh, warte, ich. Ja, Eichhörnchen. Nee, ich kann sogar das Eichhörnchen nehmen. Bald hätte ich die Biene, ist doch viel besser. So, dann kommt das Eichhörnchen jetzt. Achso, erstmal eins ziehen. Ah, da kann ich sogar eine geile ziehen, vielleicht. Oh, noch ein guter Wolf. Warte mal ganz kurz. Jetzt wird's interessant. Jetzt könnte ich auch den Wolf aus. Wenn ich die beiden opfere,
Die kommen ja wieder zurück. Das ist ja noch viel geiler. Haha. Pass auf, ich spiele den Wolf. Bam. Und jetzt Uifalui-Zeit. Bam. Und gib ihm. Ha, 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 ha. So. Ja. Let's go. Bam, 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 bam. Lolski. Ich brauche gar nichts mehr. Ich mache einfach das gleiche nochmal. Tschüssikowski, Senior. Ha, 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 ha. So, ene, mene, miste, was kriege ich jetzt? Oh, die Mentes. Die muss man dann immer in einer der beiden mittleren Felder spielen, sonst ist ja ihr Schlag verschwendet. Oh, ein Fischotter. Und? Ah, ein Wolf haben wir ja schon. Huch, was ist das? Was ist denn das hier für ein... Was ist das? Erstmal gucken wir an. Also Wasserwesen. Eine Karte mit diesem Siegel täuscht während des gegnerischen Zuges, taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen sich in gegenstellende Kreaturen. In dieser Zeit greifen sich in gegenstellende Kreaturen den Besitzer direkt an. Das heißt, der kann nicht als Puffer dienen. Der wird zwar nicht besiegt. Das heißt, wenn ich den zum Beispiel jetzt mit so einer Katze kombiniere, dass der immer geopfert werden kann, dann ist der quasi unverwundbar, weil der Angriff immer über den hinausgeht, der Otter, der olle Otter. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Aber ich kassiere natürlich dann immer Schaden, aber eigentlich der ist doch dann so gut wie unverwundbar. Also ich krieg direkten Schaden. Sie sollte jetzt keiner... Aber ich kann. Aber sie ist natürlich... Naja, sie macht einen Schaden. Aber ich glaube, die wäre richtig krass, wenn ich die mit einer Katze kombiniere. Und die ist auch interessant. Das heißt, die macht eigentlich zwei Attacken pro Runde. Das heißt, die muss immer eins der mittleren Felder besetzen. Die schlägt nicht geradeaus, sondern nur links und rechts. Finde ich auch gut. Bei der ist natürlich so klar, wenn man die hochlevelt, für jeden Angriffspunkt, den ich dem Mentes gebe, kriegt die quasi zwei Angriffspunkte. Das ist schon nicht so schlecht. Ich nehme mal die Mentes. So, und jetzt können wir entweder hier was Geiles kriegen, glaube ich, ne? Oder hier wieder was verzaubern. Das Problem mit dem Verzaubern, ich habe eigentlich gerade sehr viele gute Karten. Ich wüsste nicht, was ich jetzt verzaubern wollen würde. Deswegen mache ich das mal nicht, sondern wir gehen zum Lagerfeuer und ich verstärke was. Weil das ist dauerhaft. Ich glaube, hier kriege ich Items, die können mir vielleicht einmalig den Arsch retten, aber hier kann ich eine Karte verstärken. Wenn ich jetzt quasi entweder, aber erstmal gucken, was die mir überhaupt anbieten hier bei diesem Lagerfeuer. Plus zwei Herzen. Plus zwei Herzen, okay. Also, da könnten wir natürlich direkt die Mentes auch nehmen. Dann wäre die nicht so schnell kaputt. Wir könnten aber auch eine unserer geilen Eternal-Karten verstärken. Ich könnte den Wolf hier verbessern. Dann hätten wir hier zweimal zwei Wölfe mit vier Leben. Fände ich schon geil. Wir könnten aber auch die Mentes direkt verstärken. Huhuhuhuhu. Weil ich glaube schon, wenn man die Mentes dauerhaft... Die Katze wäre auch interessant. Ich glaube, ich gebe sie dem Wolf. Dann habe ich zwei richtig mächtige Wolfskarten, die man nicht so einfach vom Deck wieder fegen kann. Die sind dann ultra mächtig. Ich glaube, ich nehme den. Was meinst du mit jetzt passiert ist?
Werden die mir jetzt geklaut oder was? Ist das eine Falle? Ich habe vergessen, was passieren kann. Ich habe nicht aufmerksam genug gelesen. Was heißt das? Das heißt, sie können mir eine Karte klauen oder was? Ja, warte mal. Es kann passieren. Okay. Es kann passieren. Aber nee, also die Karte ist zu mächtig. Das will ich nicht riskieren. Die ist zu krass. Ich will die nicht verlieren. Dann nehme ich da lieber eine, bei der ich lieber die Mentis-Karte oder so. Nee, das geht das ja nicht jetzt so. Hallo? Nee, dann nehme ich die Mentis. Den Wolf will ich nicht riskieren. Wir werden sehen, was passiert. Nee, ja, okay, hätte ich auch geschafft. Glücksgriff, ihn schon wieder hier. Ach, das Wolfsfell ist doch voll blöd. Das ist doch ein perfekter Ort für die Mentis, aber ich habe sie nicht bekommen. Was haben wir denn hier? Der Sperling. Spinne, geh weg. Fliegevieh. Oh, was ist das? Entwicklung. Die Karte mit diesem Siegel wächst nach einer Runde auf dem Brett zu einer mächtigen Form heran. Das finde ich nicht gut. Das kann ich ja eigentlich gar nicht verhindern. Warum hat er eigentlich hier so eine Auslage und ich nicht? Na ja, okay, das ist meine Auslage und das ist die Mitte oder was? Nee, keine Ahnung. Also Eisvogel, das würde ich gern vernichten, aber da ist eine Tanne dazwischen. Das ist natürlich blöd. Da komme ich überhaupt nicht an ihn ran. Nur mit der Mentis. Aber die Mentis habe ich nicht auf der Hand. Aber ich habe den Wolf auf der Hand. Das heißt, ich könnte das Wolfsfell darf ich nicht nehmen. Schade. Darf ich noch eine Karte ziehen? Nein. Mist. Also ich könnte den Hermelin spielen. Ja, das könnte ich tun. Und danach den Wolf ausspielen. Also erst das Eichhörnchen. Dann den Hermelin. Wer nimmt denn hier im Zweifel mal Schaden? Der Eisvogel. Alter, was? Der, guck mal hier. Der hat Wasser und Fliegen. Ja klar, ist ein Eisvogel, ne? Das ist natürlich ziemlich geil. Der wird jede Runde, einfach konsequent jede Runde Schaden machen. Das heißt, ich brauche hier eine Karte. Gilt das auch für einen Angriff? Nee. Das heißt, wenn ich hier, ich kann ihn nicht wegmachen, das heißt, der Schaden von hier geht direkt hoch. Er macht einen Schaden. Das Vieh kriege ich nicht weg, weil die Tanne ist. Und der dumme Sperling, der fliegt halt. Und macht auch einen Schaden. Ja, da könnte ich ein Wolfsfell, das verhindert aber keinen Dingsschaden. Also ich glaube, erstmal sollten wir den Hermelin machen. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Oder warte ich ab? Naja, das geht ja nicht. Muss das Eichhörnchen dann und dann den Hermelin spielen. Das geht nicht anders. Und jetzt müssen wir den Hermelin spielen. Und setzen den so. Ich könnte jetzt noch das Wolfsfell an die Stelle des... Ah, warte, war das... Nee, ich kann nichts anderes machen. Der haut über das Eis, über das Wolfsfell hinaus, glaube ich. Oder? Der lässt sich nicht aufhalten. Der fliegt auch und da ist noch nichts gebrütet. Kann nichts anderes machen. Ja, kacke. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch ein Eichhörnchen. Dann kann ich meinen Wolf spielen. Ja, da ist ja Quatsch. Aber der macht ja keinen Schaden dann, ne?
Doch, der macht Schaden auf meinem Wolf, und zwar einen. Aber den kriege ich ja dann nicht weg. Der taucht sich nur, also der greift mich nicht direkt an. Der macht schon auch Schaden am Wolf, aber mein Wolf kann dem keinen Schaden zufügen. Oder fliegt der über meinen Wolf und mein Wolf kriegt keinen Schaden, der macht direkt Schaden. Okay, das heißt, mein Wolf wäre geschützt, wenn ich den da setze. Hier wäre ein Stumpf im Weg. Ich würde gerne hier die Mantis hinsetzen. Weil dann wäre die geschützt durch den Stumpf und könnte nach links und rechts auskeilen. Deswegen muss ich hier den Wolf hinsetzen. Okay. Also wir nehmen das Eichhörnchen. Ich muss leider den armen Hermelin dann opfern. Oder ich setze den Hermelin nach... ich könnte ihn auch noch zurecht zu den Vögeln setzen. Der Eisvogel macht dir direkt Schaden. Ja, aber kann ich eigentlich mit meinem Wolf... Warte mal, der Wolf macht ja 3 Angriffsschaden. Kann ich dann nicht sogar diese beiden Viecher wegkloppen? Die beiden Sperlinge? Wenn ich den Wolf hier hinsetze, mache ich doch beide Sperlinge weg, oder? Und kriegt noch einen Schaden obendrauf. Der Wolf kann doch Flugviecher angreifen, ne? Ja, pass auf, ich mach das jetzt so. Wir spielen das Hörnchen aus. Ach ja, die haben 4 Leben zusammen. Ja, ich mach das jetzt so. Und jetzt kommt der Wolf. Bam. Bam. Und da kommt der Wolf hin. Und das Wolfsfell brauche ich noch nicht. So. Oh scheiße, jetzt habe ich da so einen Raben. Fuck. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Was hat er? Jetzt hat er noch einen Otter oder was? Das heißt, er macht jetzt jede Runde 2 Schaden. Die ich nicht kontern kann. Okay, und ich kriege aber jetzt hier gleich 3. Der ist dann weg. Den darf ich nicht. Also ich mache 2 Schaden. Das heißt, ich komme hier wieder zu 2 zurück. Und der fucking Rabe muss die Tanne, da wird aufgehalten, das ist ganz interessant. Muss den Raben auch platt machen. Das Ding ist weg, dann kriege ich wieder einen Schaden dadurch. Fuck. Das Wolfsfell bringt mir gar nichts gerade. Ich muss, glaube ich, erstmal in der Hoffnung, dass ich jetzt eine wiederverwertbare Karte kriege, muss ich da die ziehen. Ja, das ist sehr gut. Aber ich kann natürlich jetzt noch nicht opfern. Kann ich die opfern, natürlich. Aha. Okay, und jetzt spielen wir die Katze. Die greift einen an und ich will den Stumpf ja eigentlich behalten. Dann packe ich die Katze hier hin, weil der geht ja direkt auf mich rauf. So, dann kommt die Katze dahin. Und dann let's go. Habe ich jetzt noch eine Chance? Wie sieht sie aus? Oh Mann, ey. Jetzt kommt da noch ein Kojote. Ich muss natürlich eine geile Karte ziehen. Kaninchenbau. Na gut, jetzt bringt mir nicht so viel. Ich hätte eine geile Angriffskarte gebraucht. Kacke. Er macht jetzt ja auf jeden Fall 2 Schaden, 3 Schaden. Wie viel Schaden mache ich denn? Ich mache den Kojoten weg da hinten, oder? Und dann mache ich noch 2 Schaden. Und die Katze macht 1 Schaden. Dann mache ich 3 Schaden. Dann bin ich wieder in der Mitte. Wieso mache ich 4 Schaden? Ne, 3 Schaden mache ich, oder? Achso, weil der Kojote noch nicht vor mir steht. Okay, dann mache ich 3 Direktschaden. Und 1 durch die Katze sind 4. Okay, dann komme ich ja wieder so ein bisschen in eine Situation, dass ich was machen kann. Dann bewahre ich mir natürlich jetzt die auf, die bringen mir gerade gar nichts, weil ich sie nicht einlösen kann. Und dann let's go.
Okay. So, let us see. Ich brauche jetzt eine geile Karte. Ernsthaft. Du verarscht mich jetzt, oder? Ich krieg nur Fellkarten. Das heißt, er macht jetzt... Ne, den hau ich ihm weg. Der Kojote ist weg. Das heißt, da krieg ich noch... Werden die... Oh, die werden durchgereicht, die zwei Schaden. Ne? Das heißt, ich mache jetzt den Kojoten und das Rabenei weg. Mit meinem Wolf. Das heißt, ich mache einen Schaden mit der Katze. Und er macht... Mindestens mal zwei Schaden. Und er darf ja auch noch was ausspielen. Je nachdem, was er jetzt spielt. Ich mache nur einen Schaden. Ich kann nichts machen. Das wird jetzt eine richtig knappe Angelegenheit. Diese scheiß Fälle, ey. Die bringen mir hier einfach gar nichts. Fuck. So, alles klar. Also hier ist weg. Dankeschön. Bla. Ich muss diesen elendigen Raben, Schweineraben wegkriegen. Ich brauche jetzt eine richtig gute Karte. Im Idealfall den anderen Wolf. Oh, fuck. Doch, den kann ich spielen. Ja, den kann ich spielen. Haha, geil. Geil, geil, geil. So, Kaninchenbau. Bam. Achso, fuck. Ah, nee, warte. Doch, shit. Warte. Kaninchenbau, bam. Bam. Fuck, kann ich das jetzt nochmal machen? 1, 2, 3, 4. Bam. Jawohl, mein Freund. So machen wir das nämlich jetzt. Tschüss. Okay, jetzt brauchen wir noch wieder eine geile Karte. Es ist die Schnappschildkröte. Die... Das ist ja... Da mache ich mir nur meinen Stumpf da kaputt. Ehrlich gesagt, bringt die mir gerade gar nichts. Weil da würde ich ja lieber auf die Mantis warten. Bringt mir wieder nichts. Ich könnte die Kröte jetzt opfern. Aber ich glaube, ich würde jetzt eh gewinnen. Ich mache jetzt ja... Ich mache 7 Schaden. Ne, 3, 7, 1. Also ich mache 11 Schaden. Das ist eh gewonnen jetzt. Seht ihr, dieser Siebener ist nämlich ein geiler Typ gewesen. So, jetzt können wir als nächstes... Oh, warte, was war nochmal das hier mit dem Blut? Das habe ich doch gerade schon gemacht. Was war das nochmal? Ach ja, da durfte ich mir eine aussuchen, ne? Und danach kommt das Lagerfeuer. Oder halt Items. Aber sag mal... Bei dem Lagerfeuer steigt da mit jedem. Steigt beim Lagerfeuer mit jeder Runde, die man hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die einem die Karte klauen oder. Das heißt, jetzt könnte ich da eine Karte spielen. Bei der mir das nicht so wichtig wäre, wenn ich die verliere, ne? Kann jedes Mal 50-50 sein. Beim ersten Mal verbessern geht die nicht verloren. Ah, okay. Na gut, pass auf, dann gehen wir mal jetzt hier lang. Oh, was ist denn das? Die Kreatur, die sich eine Karte mit diesem Siegel entgegenstellt, verliert eine Kraft. Puh.
Oh, die könnte ich ja direkt. Ja, ich. Ja. Die können blockiert die flugfähig. Das heißt aber, die hat ja nur zwei. Ach, so eine Kröte kann auch nicht schlecht sein. Also wenn ich jetzt ganz kurz, das Stinktier, ich habe ja gleich eine Verbesserung. Wenn ich den Ochsenfrosch oder das Stinktier verbessere, ist das hier die Empfehlung des Spiels oder was bedeutet hier dieser Pilz? So, wenn ich den Stinktier, das Stinktier, ja, das Blöde ist, ich kann ja nicht aussuchen, welche Karte ich opfere. Wenn ich jetzt das Stinktier opfern könnte. Ach, der Pilz bedeutet, ich hab den schon, okay. Wenn ich das Stinktier, wenn ich wüsste, es kommt jetzt beim Opferaltar raus, dann würde ich natürlich das Stinktier opfern und das auf eine meiner geilen Karten stecken. Und der hat drei Leben, also vielleicht ist so ein Stinktier gar nicht schlecht. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich die Stinktier-Kreatur nehme und pack die dann jetzt gleich. Aber die macht halt null Schaden. Die ist ja nur sinnvoll, wenn man die aufbaut. Wenn die selber Schaden machen könnte, wäre natürlich geil. Ich nehme das Stinktier, ich probiere das mal aus. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst. Wenn ich zum Altar gehe und die Stinktierkarte kommt, wäre geil. Aber wie hoch ist die Chance, dass die Stinktierkarte kommt? Wir riskieren das. Ich gehe dahin. Karten sind ein Opfer. Ach, ich kann mir die aussuchen. Ich habe die volle Auswahl. Ah, okay. Du kannst alle Karten opfern, die ein Symbol haben. Nee, ich dachte, ja, zwei zur Auswahl. Ich dachte nämlich auch. Aber du hast nur nicht mehr gesehen, weil du gar nicht mehr Karten mit Spezial. Aha, das heißt, dass die Chance, dass das Stinktier kommt, bei 66% liegt oder sowas. Okay, ich probiere es. Ja, da ist das Stinktier. Oh. Das wäre natürlich jetzt auch interessant, die Fähigkeiten des Mentes auf eine der anderen Karten zu übertragen. Das wäre natürlich auch krass. Ich könnte die Mentes-Fähigkeit auf einen Wolf übertragen. Man kann doch mehrere Fähigkeiten haben, oder kann man nur eine haben? Ah, man kann nur eine haben. Ah, schade. Ah, das ist natürlich doof. Oder, nee, warte mal. Ich kann auch die Mentes-Karte spielen. Aber ich darf hier keinen Wolf spielen, weil die, warum nicht? Ich darf keinen meiner Wölfe spielen. Aber was ist denn, wenn ich... Aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt auf die Mantis-Karte das Stinktier drauf setze? Ich könnte die Mantis auch auf den Yeti packen, klar. Aber das Problem ist, wenn ich den Yeti zu dem Zeitpunkt, wo ich den Yeti spielen kann, ist eigentlich in der Regel das Spiel eh vorbei, weil der so krass ist.
Also eben hatte der Eisvogel hatte doch auch Otter und Luft. Aber mein Overkill wird besser, das stimmt. Hast du recht. Also wir machen entweder mehr 10. Okay, wir könnten die Mantis rausnehmen und auf den packen. Aber da muss ich natürlich auch echt so weit kommen, dass ich den jedes Mal spielen kann, weil dann ist er natürlich OP. Und dann muss ich den immer in die Mitte kriegen irgendwie. Dann ist er natürlich OP. Alternative ist, wenn man ein bisschen schmaler anfängt, zu sagen, ich packe das Stinktier auf die Mantis, weil dann ist die Mantis natürlich deutlich stärker, weil sie hat jetzt eh schon 3 Herzen und wenn sie jetzt noch das Stinktier-Perk hat, dann kann sie halt nach links und rechts austeilen und wenn sie frontal angegriffen wird, würde sie dem Gegner halt nochmal die Angriffskraft rauben. Also es würde sie quasi länger im Spiel halten. Sie wäre ja geschützt, weil sie wird nur frontal angegriffen und der Typ, der ihr frontal gegenübersteht, hat dann mit diesem Stinktier-Perk auch noch ein weniger. Das heißt, wenn der einen Angriffskraft hat, hat er quasi 0 Angriffskraft. Wenn er 2 Angriffskraft hat, hat er nur 1 Angriffskraft. Also ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ein perfekter Perk ist für die Mantis. Und das Ding ist, klar, der Urayuli ist dann unfassbar imbar, wenn ich dem das gebe, aber ich muss halt auch erstmal an den Punkt kommen, dass ich den überhaupt ausspielen darf. Und dann verliere ich vielleicht vorher, wenn ich nicht jetzt langsamer die anderen Karten ein bisschen pushe. Kann natürlich sein, dass ich dann einfach gar nicht mehr so weit komme, dass ich Urayuli überhaupt spielen kann. Ich probiere das mal. Ich packe das Stinktier rauf. Warte mal, das Stinktier, das ist Opferung. Genau, das Stinktier wird geopfert. Und die Mantis kriegt das. Ja, Hermelin ist natürlich auch geil. Nein, ist er nicht. Aber ist süß. So. Stinktier auf Schildkröte übertragen. Ja. Klar, dann ist die natürlich im Prinzip wie ein Blocker, das stimmt. Aber ich mache das. So, die Mantis, jetzt kommt das auf die Mantis rauf. So, gib mal. So, jetzt hat die den Stinktier-Buff. Und jetzt kommt noch ein Kampf. Was ist das? Okay. Oh, interessante Kombinationen. Okay, was ist denn der Rauch? Kann ich die Rauchkarte tauschen direkt? Kann ich jetzt Eichhörnchen und Rauch spielen und dann direkt den Wolf? Und dann kann ich ja direkt die... Warte mal, ey, pass auf. Ich kann den Rauch und das Eichhörnchen spielen, beziehungsweise das Eichhörnchen und die Katze. Das heißt, ich krieg direkt Katze, Wolf und Mantis aufs Feld, oder? Was macht der Haken? Kann der mir irgendwas von... Kann der mir mit dem Haken eine Karte vom Feld ziehen oder was ist das? Oh, das wäre ja super daneben und scheiße von dem. So, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich spiele als erstes das Eichhörnchen. Bam. Dann spiele ich
Die Katze. Dann spielen wir den Wolf. Dann spiele ich die Mantis. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Was soll das denn? Also das ist ja wohl einfach richtig scheiße. Und ich darf nicht meine... Darf ich wenigstens eine Karte ziehen? Jetzt habe ich ein goldenes Fell. Ja, so what? Okay, was bringt mir jetzt das goldene Fell? Was soll das denn? Also sind wir uns einig, dass es scheiße ist. Ich war zu gut, oder? Ja, das ist einfach mies. Das passiert, wenn man beim ersten Run zu gut ist. Als wenn ich jetzt gecheatet hätte oder was. Ich glaube, das Spiel will hier, dass du versagst. Aber das finde ich ja ein bisschen demotivierend, ehrlich gesagt. Wow. Hey Krafi, was geht ab? Ja, toll. Das ist einfach nur mies. Jetzt krabbelt er nach mir. Ist ja auch noch unheimlich. Finde ich nicht mit einverstanden. Naja, ey, aber selber schuld, dafür höre ich jetzt auf mit dem Stream dieses Spiels, weil ich beleidigt bin. Aber das macht Bock, mir gefällt es bislang echt gut, es ist ein sehr, sehr schönes Kartenspiel. Irgendwie eine sehr atmosphärisch eingebettet und, klick's noch kurz 2 Minuten durch. Ja, okay, wir klicken's noch kurz 2 Minuten durch. Das machen wir noch. Die ganz persönliche Todeskarte, da werden wir gemeinsam beheben. Hier sind einige Karten aus deinem mittelmäßigen Deck. Ja, kann ich mir jetzt eine aussuchen oder was? Oder kriege ich jetzt alle 3? Bitte wähle eine Karte, der ich die Kosten in... Hahaha, was? Wenn ich jetzt... Hallo? Okay, wenn ich jetzt von... Wehe, der verarscht mich jetzt schon wieder. Wehe, der verarscht mich, wenn ich... Okay, welche Kosten möchtest du auf der Karte haben, die ich jetzt kriege, oder was? Okay. Und eine weitere, diesmal verwende ich Kraft und Gesundheit.
Also jetzt quasi Schnappschildkröte jetzt nehmen oder was? Weil die besten Werte hat. Also die Karte kriegt jetzt diese Werte hier. Jetzt wäre natürlich diese andere Karte sehr viel geiler gewesen. Jetzt wird eine Karte, von der wir die Siegel übernehmen. Oh! Okay, nehmen wir die Katze oder nehmen wir den Wolf? Die Katze hat zwei Siegel, ne? Ich frage mich gerade, ob fliegend so viel besser ist. Unbedingt. Aber, nur das Leuchtende wird übernommen. Es ist jetzt eine wichtige Entscheidung. Ja, bei 6 Leben ist fliegend nicht so wichtig, weil dann so könnte ich natürlich auch mehr blocken, ne? Wenn ich halt fliege, bin ich relativ unantastbar. Dann wird ja... Obwohl, nee, wird ja gar nicht. Das heißt ja eigentlich nur... Ich kann ja auch einen Flieger angegriffen werden. Aber was sie halt zum Beispiel könnte, ist, wenn da die... Wenn ein Block vor mir ist, dann würde die durch den Block... Fliegen heißt, dein Angriff trifft das Monster nicht. Aber alle anderen Karten greifen dich direkt an. Also, naja gut, man könnte natürlich dann noch versuchen, einen besseren Zauber drauf zu kriegen. Fliegen wäre einfach der Vorteil, dass ich quasi den Gegner direkt angreife und nicht dessen Karte. Und wenn ich einen Block habe, der jetzt keinen Fliegerstopp besitzt, dann kann ich halt mich hinter dem Block verschanzen. Der Typ, der mir gegenüber ist, müsste den Block erstmal zerstören und ich könnte über den Block rüber angreifen. Ist halt auch nicht schlecht. Aber nicht bei einem Angriff mit 6 Leben. Also der könnte natürlich... Ja, aber wir könnten vielleicht noch ein geileres Siegel bekommen. Dann sparen wir uns das auf. Wisst ihr was? Vielleicht können wir noch ein besseres Siegel bekommen. Wir nehmen mal das Siegel des Wolfes. Ich scheiß mal auf das Fliegen. Ah, mein Name. Wilbald. Ah, Porträt. Ja. Es ist wieder soweit. Aber ist das jetzt noch mein selbes... Ist das noch das Deck? Was? Nee, ist das jetzt ein anderes Deck, oder nicht? Es gibt noch eine neue Währung. Mhm. Mein kleines Hermelin ist noch da. Aber habe ich denn jetzt... Ne, mein Deck ist weg. Ich habe nur noch eine Karte. Eichhörnchen, Wolf, Hermelin. Na gut, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss ins Bett. Muss mal früh aufstehen. Ey, Leute, das war ein guter Tipp. Inscription.
Schon ein bisschen älter, aber macht Spaß. Und hey, vielleicht spiele ich das nochmal. Das ist wirklich lustig. Das macht Spaß. Ich mag das. Das ist schön. Das ist ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Freue mich über Feedback von euch. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.